Jo Leute, willkommen zum neuen Vlog. Ich bin schon wieder am Flughafen. Es ist jetzt 4:30 morgens. Ich fliege heute nach Amerika, nach Portland in Oregon für 2 Tage. Ein bisschen verrückte Aktion. Ich mache da eine kleine Filmpromo für den Film Triple X zusammen mit den Original-Stunt-Leuten aus dem Film. Ich bin jetzt der Letzte, der rausgekommen ist aus der Passkontrolle. Ich musste nochmal in einen extra Raum und habe insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden da verbracht, weil ich erklären musste, was genau ich hier mache. Ich habe selber noch nicht so richtig eine Ahnung, was ich hier mache. Ich wusste nur, dass ich beim Presseevent für den Film Triple X bin und ich musste erklären, warum ich nur 2 Tage hier bin, weil die es auch komisch fanden, dass man nur für 2 Tage extra aus Deutschland hierher kommt. 14 Stunden Flugzeit. Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit fast 20 Stunden wach. Langsam werde ich müde. Hier ist es jetzt gerade mal 12:30. Das heißt, der Tag hier wird noch ein bisschen dauern. Ich habe auch vor, heute noch ein bisschen die Stadt zu erkunden, weil ich morgen den ganzen Tag beim Presseevent bin und dann schon wieder zurückfliege. Deswegen ist heute der einzige Tag, wo ich hier ein bisschen was erkunden kann. Ich glaube, da kommen noch 2 Leute. Die waren nämlich mit mir auch noch da in diesem Raum. Und dann geht es endlich raus hier aus dem Flughafen. Direkt neben der Bahnstation hier ist auch schon das Hotel, in dem ich jetzt die nächsten 2 Nächte sein werde. Sieht eigentlich ganz lustig aus hier alles. Die Läden sind die gleichen wie überall auf der Welt irgendwie. Die gleichen wie bei uns auch. H&M habe ich schon gesehen, da ist ein Nike-Store, da ist Pandora. Naja, mal schauen. Aber hier ist auf jeden Fall gleich eine Shopping-Mall. Ich glaube, ich werde gleich einchecken und danach mal erstmal shoppen gehen. Das ist ja so das, was man in Amerika auf jeden Fall machen sollte. Mein Zimmer ist im 14. Stock, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mal gucken, wie es von innen aussieht. Ist auf jeden Fall ein bisschen übertrieben, das Zimmer. Es regnet jetzt leider ein bisschen doller als vorhin, aber ich wollte ja sowieso shoppen gehen. Und hier ist direkt die Shopping Mall, ich suche gerade den Eingang. Und Gemüse ist hier so unglaublich teuer. Echt krass. So Leute, heute ist der wichtige Tag. Gleich geht's los. Ich treffe mich gleich unten in der Lobby mit den anderen. Ich habe noch keine Ahnung, was wir genau machen. Es soll irgendwas mit Skifahren durch den Wald zu tun haben. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass es nass, kalt und dreckig wird. Deswegen habe ich hier so eine tolle Snowboardhose an. Ich habe diese ultra hässlichen Winterboots mitgenommen und noch meine Snowboardjacke. Ich hoffe, das reicht und ich werde nicht erfrieren. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden mit dem großen schwarzen Van da hinten gefahren und sind jetzt hier mitten im Wald auf dem Berg, glaube ich, angekommen. Hier hinten ist schon so ein kleiner BMX-Funpark. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt genau hier machen werden. Da oben im Wald bereitet das Stunt-Team schon alles vor. Die haben gestern schon aufgebaut und auch schon was gedreht, glaube ich. Das sind die Original-Stunt-Leute aus dem Film Triple X. In echt hat die Szene in der Dominikanischen Republik stattgefunden, also der Dreh dazu. Aber der Wald hier ist auch perfekt dafür, haben sie gesagt. Und da fahren jetzt die Stunt-Leute vom Film Triple X durch den Wald auf Skiern und zeigen uns das nochmal, die Szene, die auch bei Triple X im Film drin ist. Ist sogar im Trailer drin, da fährt Vin Diesel auf Skiern durch den Wald. Ich hoffe mal, dass ich das auch ein bisschen testen kann. Die haben auf jeden Fall nach der Schuhgröße gefragt. Deshalb gehe ich mal davon aus, mal schauen, was der Tag heute so bringt. Das hier sind die 2 Rampen, die schon aufgebaut wurden. Sind ein bisschen versteckt. Danach geht es dann hier runter. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Ich bin schon sehr drauf gespannt, die Sprünge zu sehen. I'm Todd Schneider. I was one of the stunt coordinators on the Triple X movie. Wie ihr seht, hat es jetzt leider angefangen extrem zu regnen, deswegen wird alles nass und noch rutschiger als vorher. Die ganzen Blätter im Wald sind zu rutschig, dadurch wird es zu gefährlich für uns, das mit dem Skifahren zu üben, was eigentlich geplant war für heute. Deswegen müssen wir das leider streichen, hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Aber hier gibt es eine riesen Trampolinhalle, da gehen wir jetzt rein und können da ein bisschen trainieren.
Jumps hier gerade waren richtig krass. Leider durften wir selber nichts mehr machen, auch wenn es jetzt aufgehört hat zu regnen, aber es ist einfach viel zu rutschig und nass. Das können wirklich nur die Pros machen. Sah auf jeden Fall richtig krass aus. Jetzt fahren wir zurück ins Hotel. Das ist jetzt auch schon wieder das letzte Frühstück hier von mir in Amerika. Es ist jetzt 7 Uhr morgens, ich muss gleich los zum Flughafen. Es war wirklich sehr kurz die Zeit hier.